Herzlich willkommen bei der Firma Eiver Lehm, der Partner für Profis und Bauherren. Heute geht es hier um Wandheizungssysteme, Innendämmung und Wandheizung in Form von Clipschienen und Heizungsrohr. Wir haben hier die verschiedenen Produkte aufgebaut. Erstmal Clipschienen, Verbundrohr 16x2, hier eine Metallsäge zum Trennen. Hier haben wir die Biegefäden, Schutzrohr sowie verschiedene Verbindungen für unsere Rohr zu befestigen. Natürlich benötigt man auch eine Wasserwaage, um die Clipschienen mal in Wasser zu setzen.
Gehen wir mal an das Gebäude. Ihr habt ja euch hier ein sehr großes Anwesen gekauft, Fachwerkgebäude. Wie alt ist denn das? Hat man so Daten schon irgendwie? Also es soll im 17. Jahrhundert gebaut worden sein. Ja. Also 1770, 1780 rum. Das heißt 250 Jahre alte Gebäude. Ja, richtig. Super. Und ich habe gesehen, da ist ja viel Naturprodukte drin, der alte Lehm, außer Kalkputze, das Holz wurde wieder restauriert. Aber ich stelle also fest, ihr wollt restaurieren, nicht sanieren sozusagen. Richtig, es war uns auch sehr wichtig, dass man eben die Naturprodukte verwendet im Haus, weil dadurch eben die Wärmeisolierung auch richtig gehalten wird. Ja, also wir verwenden ja hier die Lehmbaustoffe, wo sowieso vorhanden waren in dem Altertum. Ja. Punkt 2, Holzweichfaserplatten und Hanf als Stoppwolle teilweise und auch die Wandheizung. Wieso Wandheizung? Warum habt ihr gerade Wandheizung und keine Konvektionsheizung? Ja, das Wichtige war uns, dass die Dämmung vom Haus eben, dass die Wärme im Haus bleibt und schön, dadurch bleibt in der Wand mit der Wandheizung. Das hat uns sehr davon uns überzeugt, dass wir das eben auf dem Wege machen, dass wir diese Wandheizung verbauen im Haus. Richtig. Ihr habt ja auch ein Seminar belegt bei uns im Hause, das Lehmbauseminar. Ja. Wie war der Rücklauf vom Vater, wie er das gemacht hat? Positiv oder gut? Oder was hat er so losgelassen, wie er gekommen ist? War gleich begeistert und überzeugt von der ganzen Sache, wie er das macht. Und war gar kein anderer Gedanke mehr da, irgendwie auf eine andere Art und Weise das zu bauen. Dass man Heizkörper oder irgendwas, es ist einfach der falsche Weg, den Raum zu temperieren, anstatt dass man die Wände temperiert. Super, ja. Und natürlich, was halt ein Vorteil ist, die Baustoffe sind natürlich im Sommer kühl und im Winter warm. Und deswegen haben wir hier, das Klima ist fast gleichbleibend, im Sommer wie im Winter in diesem Haus. Ja. Super, hopp. Das heißt, ihr macht ja teilweise sehr viel selbst im Nachhinein noch. Da kommen wir noch zu Anstrichtechnik, Farbtechnik und so weiter, innen wie außen. Das Fachwerk wird natürlich auch mit gutem Standöl gestrichen, habe ich gesehen. Ja. Die Außenfarbe ist gutes Material auf Naturbasis. Also das ist natürlich der richtige Weg, dass das Haus nochmal 250 Jahre alt wird. Richtig. So ist richtig. So, hat mich gefreut. Danke. Ja, bitte. Das grüne Baustoffregal von Aiwa für Sie. Mit Baustoffen und Produktsystemen für wohngesundes Bauen, Sanieren im Bestand, effizienter Klimaschutz. Bewährte Produkte, dem Stand der Technik angepasst und das seit über 30 Jahren. Naturbaustoffe und Produktsysteme der Firma Aiwa. Unsere Baustoffe werden ohne großen Aufwand wiederverwendet. Sie erzeugen keine hohen Entsorgungskosten. Das ist Bauen der Zukunft. Marke in Bewegung. Ihr Aiwa-Team.